Mache ich dann in der Rede. Das okay. Machen Sie dann, ja. Also, wir fangen an, in der Runde der Fraktion einzutreten und Frau Frohwieser beginnt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das tatsächlich ja schon sehr ausführlich diskutiert. Insofern will ich jetzt, was die Einbringung des Antrages angeht, das auch nicht alles wiederholen. Wir haben auch zu der neuen Vorlage erneut den Antrag gestellt als SPD-Fraktion, den Tausch zwischen Platz 1 und Platz 3, also Frau Kaufmann auf Platz 1 als erste Beigeordnete und Herrn Donhauser auf Platz 3 zu setzen. Wir haben insbesondere auch in den letzten Monaten jetzt nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass der Vorschlag, der auf Platz 1 vom Oberbürgermeister vorgeschlagen wird, Herr Donhauser, da sehr überzeugend wäre. Und bei Frau Jenigen, glaube ich, die hat große Herausforderungen, auf die wir eigentlich schon viel zu lange warten, zum Beispiel Energie- und Klimaschutzkonzept. Jetzt kommt auch noch Wärmeplanung, kommunale Wärmeplanung dazu. Auch da sehen wir nicht, wie dann noch die vielen Zusatzaufgaben, die hier dazukommen, da hilfreich wären. Was mich ein Stück weit überrascht in der Tat, weil wir haben es letztes Mal hier sehr ausführlich begründet, es ist 5 Wochen her, dass es überhaupt keinen Versuch gegeben hat, weder vom Oberbürgermeister noch von den vorgeschlagenen KandidatInnen noch von den sie tragenden Fraktionen, uns davon zu überzeugen, dass unsere Argumente vielleicht falsch wären und sie bessere Argumente hätten. Es hat nicht mal den Versuch gegeben, dass man sich zusammensetzt und darüber spricht. Insofern halten wir unseren Antrag an der Stelle aufrecht. Frau Kaufmann ist hier im Rat die am breitesten anerkannte Bürgermeisterin. Das haben auch ihre Wahlergebnisse gezeigt, die ja deutlich machen, dass da eben nicht nur die Stimmen der Hilbert-Koalition dahinter standen, sondern mindestens, also ich würde jetzt mal mutmaßen, bei meiner Fraktion bin ich mir da sehr sicher, der SPD-Fraktion wahrscheinlich die anderen Stimmen von der Dissidentenfraktion gewesen sind. Sie macht professionell und unaufgeregt ihre Arbeit und sie ist aus unserer Perspektive eine herausragende erste Beigeordnete. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, freie Bürger? Sieht nicht so aus. Dissidenten, jetzt Herr Lichtig, sind Sie dran. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, Frau Frohwieser, dass wir, also die SPD und die Dissidenten, nicht an solchen Gesprächen beteiligt werden, ist, glaube ich, offensichtlich. Aber offensichtlich haben diese Gespräche auch nicht stattgefunden, beziehungsweise werden es jetzt am Abstimmungsverhalten, insbesondere der Grünen-Fraktion, dann lernen können. Ich hatte ja bis zuletzt gehofft, dass vielleicht die Grüne-Fraktion sich jetzt auch im Vorhinein ermannt oder erfraut oder wie auch immer, um sozusagen Frau Jenigen dann auf den Platz 1 zu setzen. Die Gründe, die ich letztes Mal hier vorgetragen habe für die richtige Reihenfolge, möchte ich nur ganz kurz wiederholen. Herr Hilbert ist männlich, Frau Jenigen ist weiblich, Frau Jenigen ist, deswegen braucht man dort eine Abwechslung. Frau Arnert, entspannen Sie sich. Das wichtigere Argument ist, dass Frau Jenigen, ja, ihr könnt nachher stören, das wichtige Argument ist, dass Frau Jenigen ja sozusagen nominiert worden ist von der stärksten Fraktion. Das weitere Argument ist, dass sie vor nicht allzu langer Zeit ein durchaus respektables Ergebnis bei der OB-Wahl erzielt hat. Deswegen geht aus meiner Sicht kein Weg an ihr vorbei. Punkt 2, als zweite Bürgermeisterin schlage ich Dr. Christine Claudia Kaufmann vor. Auch ganz klar ist, sage ich mal, die Vertreterin der nächststärkeren Fraktion und wie gesagt, hier im Rat breit anerkannt. Dann Nummer 3 ist Herr Donhauser als Vertreter, erster Vertreter der CDU-Fraktion. Dann kommt nach unserer Auffassung als vierter Herr Kühn, weil grüne Fraktion, stärkste Fraktion. Dann kommt als fünfte Frau Anne-Kathrin Klepsch. Und als sechster, zwar stärker oder gleich stark, aber neu gewählt, Herr Pratzka. Also, Herr Bürgermeister, ich schlage vor, die Reihenfolge Jenigen, Kaufmann, Donhauser, Kühn, Klepsch und Pratzka. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Was wir heute hier jetzt wieder erleben, ist die Fortsetzung eines Dramas, welches schon seit mehreren Jahren in mehreren Akten unsere Stadt lähmt. Begonnen hat dieses schauerliche Spiel vor 3 Jahren mit dem Abkommen damals noch zwischen Grünen, Linken, SPD und CDU, die Beigeordnetenposten unter sich aufzuteilen.
Den vorläufigen Höhepunkt dieses Dramas erlebten wir Ende des letzten Jahres, als drei der Partner dem vierten im Bündnis über die Klinge springen ließ und als sogenannte neue Bürgermeisterkoalition unter Zuhilfenahme parteinaher Moderatoren mit etwas mehr als 50% der Stimmen im Rat alle beigeordneten Posten unter sich aufteilte. Den möglicherweise vorletzten Akt dieses Dramas erlebten wir in der letzten Stadtratssitzung bei der Behandlung der Vertreterreihenfolge. Da zerlegte sich das Bürgermeisterbündnis dann in seine Bestandteile, sodass es bei dem Vorschlag zur Reihenfolge dann noch nicht einmal für eine einfache Mehrheit reichte. Der Oberbürgermeister also noch nicht einmal in die Not gebracht wurde, einer missliebigen Vertreterin zu widersprechen. Jetzt verhandeln wir heute nochmals über eine mögliche Vertreterreihenfolge für den Oberbürgermeister. Die sächsische Gemeindeordnung sieht dies nun mal so vor. Die Rahmenbedingungen für diese Bürgermeisterkoalition haben sich seit dem letzten Scheitern aber nochmals verschlechtert. Inzwischen würde es noch nicht einmal zu einer Mehrheit reichen, wenn sich diese Bürgermeisterkoalition einig wäre. Denn zwei weitere Stadträte haben vor kurzem das sinkende Schiff dieses Bündnisses verlassen. Nun ist diese Bürgermeisterkoalition also auf Schützenhilfe von anderen Fraktionen angewiesen. Angewiesen auf genau die Fraktionen, die sie vor einigen Monaten noch verprellt hat, weil man glaubte, sie nicht zu benötigen. Denkbar schlechte Rahmenbedingungen für vertrauensvolle Gespräche. Angesichts des Umstandes, dass wir als größte Fraktion hier im Stadtrat mit unseren Vorschlägen bei den beigeordneten Wahlen noch nicht mal berücksichtigt wurden, obwohl auch das von der sächsischen Gemeindeordnung so vorgesehen ist, werden wir heute keinem der Vorschläge für eine Vertretungsreihenfolge unsere Zustimmung erteilen. Stattdessen werden wir heute sehr genau beobachten, wie genau diese Fraktionen, die dem Oberbürgermeister regelmäßig einen Regierungsstil nach Gutsherrenart vorwerfen, sich heute erneut von der Einverständniserklärung eben dieses Oberbürgermeisters abhängig machen, um überhaupt zu irgendeiner Vertreterreihenfolge zu kommen. Das alles nur, weil sie unfähig sind, breite Mehrheiten in diesem Stadtrat zu organisieren. Das ist die logische Konsequenz, wenn einige Fraktionen versuchen, fast ein Drittel dieses Rates permanent auszuschließen. Breite Mehrheiten werden dadurch unmöglich. Profiteur dieses Verhaltens ist der Oberbürgermeister. Denn nur durch die fehlende Kooperationsbereitschaft einiger Fraktionen dieses Rates wird der OB in die Position gebracht, viele Dinge selbst entscheiden zu können, so auch die Vertreterreihenfolge. Der Stadtrat sollte laut Gemeindeordnung das Hauptorgan unserer Stadt sein. Dieser Stadtrat hier ist selbst dafür verantwortlich, dass dies in der Öffentlichkeit kaum noch so gesehen wird. Liebe Linke, liebe Grünen, liebe CDU, dass wir heute nach fast einem Jahr noch immer nicht die Thematik der Beigeordnetenwahlen abgeschlossen haben, ist Ihr Verdienst. Die Demokratie in Dresden steckt in einer schweren Krise und das ist einzig und allein auf das Handeln Ihrer Bürgermeisterkoalition zurückzuführen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie es heute schaffen, diese Tragödie endlich enden zu lassen und wir uns dann vielleicht dem Wohl unserer Stadt widmen können oder ob wir möglicherweise noch nicht einmal auf dem Höhepunkt dieser Tragödie angelangt sind. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, als bündnisgrüne Fraktion ist es uns tatsächlich ein vordringliches Anliegen, heute die leidliche, es tut mir leid, aber sie ist mittlerweile leidlich, Stellvertretungsfrage auch abschließend zu klären, zumindest für diesen Zyklus, nachdem uns das ja jetzt tatsächlich schon sehr lange beschäftigt. Nochmal auch von mir eine ganz, ganz kurze Rekapitulation. Es gab Verhandlungen. Aber zu keinem Zeitpunkt, das ist nun mal leider so, sind die Verhandelnden am Tisch des OB aufgestanden und mit einem geeinten Vorschlag und der Gewissheit, für diesen Vorschlag eine Mehrheit zusagen zu können, wieder auseinandergegangen und hier in den Rat gekommen. So ist es das letzte Mal zu der Situation gekommen, die wir eben hatten. Gleichzeitig ist für uns als Bündnisgrüne Fraktion keine Zweidrittelmehrheit absehbar, die das Einvernehmen des Oberbürgermeisters obsolet machen würde. Ergo, wir brauchen eine Lösung, die gleichzeitig das Einvernehmen des Oberbürgermeisters hat. Da es also wieder nicht gelungen ist, ein Gesamtpaket zu verhandeln, stellen wir folgende Fragen und daraufhin würde ich dann auch nochmal unser Abstimmungsverhalten im zweiten Schritt erläutern. Erstens, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bitten wir Sie noch mal zu erläutern, ob es auch heute dabei bleibt, dass Sie ausschließlich der Reihenfolge Ihr Einvernehmen erteilen, die Ihre geänderte Vorlage vorschlägt. Und außerdem würden wir Sie, sehr geehrte Frau Dr. Kaufmann und auch Sie, liebe Frau Jenigen, bitten, sich kurz zu den Anträgen aus dem Rat zu positionieren, die Sie jeweils als erste Stellvertreterinnen vorschlagen. Also uns geht es einfach darum, dass Sie nochmal darlegen, inwiefern Sie selbst diese Position anstreben, beziehungsweise wie Sie jeweils dazu stehen, diese Position zu übernehmen. Vielen Dank.
So, wir setzen fort. Die CDU-Fraktion wird das Wort gewünscht. Nö. Dann Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in der letzten Stadtratssitzung ist es ja Herrn Hilbert in der Stellvertreterfrage wiederum nicht gelungen, eine Mehrheit von seinem Vorschlag zu überzeugen. Dafür meinte er anschließend, den Stadtrat beschimpfen zu müssen. Und dazu würde ich gerne mal Folgendes anmerken. Erstens, es mag Ihnen entfallen sein, Herr Hilbert, aber Sie sind Vorsitzender dieses Stadtrates. Wenn Sie also mit dem Finger auf diesen Rat zeigen, zeigen Sie immer auch auf sich selbst. Zweitens, es ist Ihre Vorlage mit der von Ihnen präferierten Reihenfolge. Sofern Sie dafür also keine ausreichende Zustimmung bekommen, könnte es manchmal hilfreich sein, einfach den Vorschlag mal zu überdenken. Drittens, wenn eine Vorlage keine Zustimmung im Rat erhält, dann wäre es sicher kein Fehler, wenn der Vorsitzende des Stadtrates weitere Verhandlungen mit den Fraktionen des Stadtrates initiierte. Ich konstatiere, dass es eine solche Initiative nicht gegeben hat, und ich halte das für einen Fehler. Andererseits habe ich dafür zumindest insoweit Verständnis, als dass man sich auf Ankündigungen und Versprechen einzelner Fraktionen ohnehin nicht verlassen kann. Ich denke da, genauso sieht das aus, Frau Arnert, ich denke da nämlich an die Grünen. Deren Fraktionsvorsitzender hatte im letzten Stadtrat hier an diesem Rednerpult noch wortreich erklärt, warum die Grünen sich dem Wunsch des Oberbürgermeisters unterwerfen und einen CDU-Mann zum ersten Bürgermeister machen werden, um dann wenige Minuten später umzusatteln und das Gegenteil dessen zu tun. Und anstatt nun bei diesem neuen und ich finde in der Sache legitimen Standpunkt zu bleiben, den die grüne Fraktion dann eingenommen hatte bei der Entscheidung, drehen Sie jetzt die nächste Pirouette. Denn es war ja heute bereits in der Zeitung zu lesen, da beklagen also die Grünen zunächst, zu Recht aus meiner Sicht, dass Herr Hilbert nach dem letzten Debakel nicht nach einer gemeinsamen Lösung gesucht hat. Und Sie haben ja bereits angekündigt, was Sie heute zu tun beabsichtigen, nämlich schön brav Herrn Hilberts Vorlage abzunicken. Also wissen Sie, das ist wirklich bemerkenswert. Der führt noch nicht mal und Sie folgen dem trotzdem. Wo ist denn eigentlich, meine Damen und Herren, Ihre Selbstachtung geblieben? Ist die Ihnen verloren gegangen, als die Grünen ihre pazifistischen Wurzeln abgehackt haben? Oder ist die auf der Strecke geblieben, als die Grünen dem faulen Asylkompromiss ihren moralischen Kompass über Bord geworfen haben? Oder ist sie Ihnen abhanden gekommen, als die Grünen sich in Lützerath den Interessen der Kohleindustrie gebeugt haben? Wissen Sie, Sie können sich doch nicht ernsthaft, liebe Grüne, Sie können sich doch nicht ernsthaft diesem Oberbürgermeister unterwerfen. Vor einem Jahr wollten Sie den noch abwählen und jetzt halten Sie dem die Steigbügel. Das ist ja wirklich nicht zu fassen, meine lieben Grünen. Sie haben heute noch die Chance zur Umkehr. Und deshalb ermuntere ich Sie, vollziehen Sie eine 180-Grad-Wende. Ich betone, eine 180-Grad-Wende, keine 360-Grad-Wende. Den Unterschied können nicht alle, aber er ist nicht marginal. Liebe Grüne, ich ermuntere Sie, beugen Sie sich nicht, folgen Sie nicht der Vorlage von Herrn Hilbert. Folgen Sie dem guten Vorschlag Ihres Parteifreundes Lichti. Vertrauen Sie Lichti, nicht Hilbert. Danke.
So, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Nachhilfe von Ihnen, Herr Scholbach. Sie ist aber an Zynismus nicht zu überbieten. Wer die ganzen Verhandlungsrunden und das Auftreten von Herrn Scholbach miterlebt hat, war an einer Lösung nie ein Interesse gewesen. Und insoweit muss man das mal hier ganz deutlich sagen. Auch den Bürgern sagen, wer sich auf diese Art und Weise verarschen lassen will, der muss diesen Redebeiträgen zuhören. Aber wer einer ernsthaften Lösung, und da bin ich wirklich den Fraktionen dankbar, die das auch signalisiert haben, da auf den Weg zu machen, ist das auch. Ich sage eins und deutlich, und das ist ja angefragt worden, ich gebe das Einvernehmen ausschließlich zu dem Vorschlag, den ich als Oberbürgermeister vorgelegt habe. Und der ist auch ein Kompromiss in dem Austarieren, was wir miteinander auch besprochen haben. Jetzt kann ich die Kolleginnen fragen, aber die Frage steht eigentlich nicht, weil wenn gewählt und wenn das Einvernehmen des Oberbürgermeisters käme, was es nicht gibt, aber wenn es das käme, sind Sie Beamte und haben natürlich dann die entsprechende Tätigkeit anzugehen, wenn der Rat das entsprechend beschließt und der Oberbürgermeister das Einvernehmen gibt. Aber der eins nicht gibt, wird das zwei dann kaum Frage stellen. Aber wenn die Kolleginnen gerne sich äußern möchten, würde ich das nicht verhindern wollen. Bitte schön, Frau Jenissen. Angesichts der Fragen, die vor unserer Stadt stehen und den Entscheidungen, die wir hier gemeinsam vorbereiten, treffen müssen, nach Meinungsstreit, wenn es notwendig ist, glaube ich, dass ein politischer Konsens über die Vertretungsfrage zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister jetzt sehr dringend notwendig ist. Ich bin gefragt worden, ob ich zur Förderung so eines Konsenses auch als zweite Bürgermeisterin zur Verfügung stehe. Ich habe das abgewogen mit den fachlichen Aufgaben in meinem Geschäftsbereich, für die ich brenne. Frau Frohwieser hat einige aufgezählt. Herr Lichti, lieber Herr Kollege Lichti, Sie würden dieser Aufzählung sicher noch viele weitere wichtige Aufgaben hinzufügen könnten. Und unter der Abwägung dieser Aufgaben habe ich gesagt, ja, als zweite Bürgermeisterin stehe ich zur Verfügung. Ich strebe eine Wahl als erste Bürgermeisterin in dieser Situation nicht an. Ja, vielen Dank für das Vertrauen, was mir von unterschiedlicher Seite entgegengebracht wurde. Ich gestehe, dass auch ich zwei Seelen in meiner Brust habe. Das eine ist das Fachliche und ich versichere Ihnen, es wird eine harte Legislatur mit all den Themen und Herausforderungen, die vor uns, die vor mir, die vor uns allen als Stadtgesellschaft stehen, egal ob es die Krankenhausreform ist, ob es das Thema Wohnen, sozialer Wohnungsbau ist, ob es die Integration von Geflüchteten, das Thema Gesundheit, das Thema wachsende Vereinsamung und Fachkräftemangel, was auch immer ist. Ich glaube, dass mich diese Themen mehr als zeitlich, persönlich und fachlich binden werden. Und insofern steht meine Priorität ganz klar, hier mit Ihnen gemeinsam diese Themen zu bewältigen. Natürlich ist mir klar, dass Sie als Souverän entsprechend der Gemeindeordnung hier und uns als Wahlbeamte dann die entsprechende Priorisierung zuweisen werden. Insofern meine Priorität ist das des fachlichen Arbeitens und weniger des Wahrnehmens von sehr angenehmen, aber indes doch nur repräsentativen Terminen. Gab es weitere Wortmeldungen? Frau Frohwieser, Frau Schanetzki und dann Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also die Frage der grünen Kollegin gerade eben, ich weiß nicht, ob sie mich noch erstaunen kann, weil bei den Grünen überrascht mich tatsächlich nichts mehr. Nee, sie entsetzt mich.
Und deswegen würde ich dann die gleiche Frage bitten, auch dass Herr Donhauser die beantwortet, wieso müssen eigentlich die beiden weiblichen das Grüne genau das tun, die beiden weiblichen vorgeschlagen zu bitten, sich zu erklären, den männlichen vorgeschlagen, aber das hinterlässt mich einfach völlig fassungslos. Und es hat ja sehr wohl der Oberbürgermeister als auch die beiden eben gerade Gefragten gesagt, ich hatte gerade darauf hingewiesen, wir hätten gern gesprochen mit dem Oberbürgermeister, mit dem Vorgeschlagenen, das ist nicht zustande gekommen, nicht gewollt gewesen. Frau Jeniken hat ja darauf hingewiesen, dass es um einen politischen Kompromiss geht. Ich habe jetzt auch beide so interpretiert, wenn Sie dazu beitragen können, dann stehen Sie zur Verfügung. Ein politischer Kompromiss kann schlecht sein, eine Hilbert-Koalition, die nicht meine eigene Mehrheit hier hat. Und das kann erst recht kein Bastard des Oberbürgermeisters sein, der sagt, ich möchte hier etwas austarieren und dann steht eben ein FDP-Oberbürgermeister und ein CDU-erster Bürgermeister. Das sind die Fraktionen, die hier im Rat zusammen 16 Stimmen haben. Also hier stimmt in diesem Rat austariert oder erst recht konsensual rein gar nichts mehr. Vielen Dank. Frau Schanetzki. Nochmal in aller Kürze und um Irritationen auszuräumen. Sehr geehrter Herr Scholbach, vielen Dank für diesen fulminanten Auftritt. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal in Verhandlungen auch so viel sagen, dass man tatsächlich was über Ihre Position und Ihr Demokratieverständnis erfährt und nicht nur hier im Rat. Sehr geehrte Frau Frohwieser, ich weiß, dass wir uns alle hier im Rat oft mehr und bessere Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und noch zwischen den Beigeordneten wünschen, aber ich gehe schon davon aus, dass Herr Oberbürgermeister Hilbert mit seinen Beigeordneten bespricht, wenn er hier so einen Vorschlag einbringt und dass das dann so, wie es hier eingebracht wird, mit den Beigeordneten besprochen ist. Aber gleichwohl gebe ich Ihnen recht, man hätte jetzt auch noch alle fragen können. Wie gesagt, unser Interesse war es jetzt auch, diese Frage nicht noch endlos zu deliberieren. Im Angesicht der Antworten, die wir gehört haben, bleiben wir dabei. Wir wollen die Frage heute abschließend hier behandeln und stimmen darum nur der geänderten Vorlage zu. Wir können damit tatsächlich leben und wir glauben auch, dass es jetzt an der Zeit ist, an der Stelle mal einen Punkt zu machen. Vielen Dank. So, und Frau Arnert, wenn ich Sie bitten darf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich schon sehr wundern über die vorhergehenden Debattenbeiträge, aber ich möchte zuallererst erstmal Danke sagen. Und zwar danke denjenigen Bürgermeistern, und zwar der kompletten Riege, die hier oben sitzt und denen es offensichtlich bei all ihrer Arbeit wirklich um unsere Stadt geht. Und die das heute hier auch entsprechend vorgetragen haben. Und das, genau, vermisse ich sehr an anderer Stelle. Ich darf mich sehr darüber wundern, dass man Vorschläge unterbreitet, ohne offensichtlich mit denjenigen gesprochen zu haben, gleichzeitig hier aber immer die Gespräche einfordert. Und die Gespräche haben stattgefunden. Wir haben lange, lange diskutiert. Im Moment haben wir in den Schulen die Situation, dass wir Zensurenstopp vor den Sommerferien haben. Und letztes Jahr in den Sommerferien haben wir dieses ganze Drama begonnen, einfach um diese Zeitrelation nochmal deutlich zu machen. Und es wird allerhöchste Zeit, dass dieser Stadtrat, dass wir gemeinsam, insbesondere nach den Antworten und wenn dann die nächste Antwort auch noch kommt, dieses Kapitel, was durchaus unwürdig ist, abzuschließen und unwürdig und wirklich verlogen ist das, was wir hier vorhin gehört haben, Herr Scholbach, das ist sicherlich unterhaltsam und es war eine sehr kraftvolle Variante abzulenken von dem, was bei Ihnen vielleicht gerade los ist. Möglicherweise hat das in Ihrer Fraktion gewirkt und vielleicht wird es auch nach außen eine entsprechende Wirkung nicht verfehlen, aber es ist für alle, die die komplette Zeit bei Verhandlungen an anderen Stellen dabei waren und insbesondere für uns schon wirklich hart anderen Verlogenheit und Unverlässlichkeit vorzuwerfen bei dem, was wir hier erlebt haben, Herr Scholbach. Es ist wirklich infam und da denke ich, hat der Herr Oberbürgermeister mit Verlogenheit beim letzten Mal durchaus passende Worte gefunden. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Laczynski.
Ich würde nur um eine zweiminütige Auszeit vor der Abstimmung bitten. Bevor wir das machen, wollen wir natürlich auch den Herrn Dohnhauser noch zu Wort kommen lassen. Ja, schönen Dank. Ich würde es mal so beginnen. Herr Kühn, ich weiß gar nicht, was zu lachen gibt, Herr Wirz. Genau das ist das Problem, was wir, glaube ich, haben. Mangelnder Respekt. Ich würde es mal so anfangen, Herr Kühn und der Oberbürgermeister haben aus welchen Gründen auch immer, die will ich politisch sowieso nie bewerten von hier oben, haben wir monatelang zu dritt, Herr Kühn drei Geschäftsbereiche, ich drei Geschäftsbereiche, der Oberbürgermeister, einen weiteren Zusatz im Kloß Oberverantwortung natürlich, haben wir hier gehandelt. Es war eine unglaubliche Zeit. Das können sich alle hier, die da unten sitzen, überhaupt nicht vorstellen, wie das lief. So, und daraus resultierend, der OP hat es, glaube ich, schon mal gesagt, hat man wirklich, und deswegen war der erste Vorschlag ja auch sinnvoll gewesen, hat der Oberbürgermeister gefragt und ich habe ihm zugesagt, ich kann mir das vorstellen und ich stelle es mir auch weiter so vor, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen. Das begründe ich nicht damit, dass ich jetzt weniger Arbeitsanfang hätte oder so, sondern ich denke, es ist wichtig, dass der Oberbürgermeister, und der kann sich sicherlich auf alle sechs, die wir dann irgendwann vollständig sind, sich verlassen, aber dass der Oberbürgermeister natürlich eine Wahl treffen muss, die er entsprechend vorschlägt, die hat er auch begründet. Und ich kann Ihnen nur zu meiner Arbeitsweise sagen, das wissen Sie, das kennen Sie, arbeite überparteilich, das wird auch so bleiben und deswegen nochmal ganz eindeutig von mir, ich stehe dafür zur Verfügung. So, die Rednerliste ist abgearbeitet. Ich würde jetzt zunächst kurz die zweiminütige Auszeit geben und dann kommen wir zur Abstimmung.
So, meine Damen und Herren, können wir fortsetzen? Dann bitte ich die Plätze wieder einzunehmen. Und auch möglichst die bilateralen Gespräche einzustellen, sodass wir dann auch aufmerksam dem Verfahren lauschen. Bevor wir zum Verfahren kommen, hat Herr Lichti noch einen weiteren Antrag, der dann Mitbestandteil werden soll. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Für den Fall, dass sowohl der SPD-Antrag als auch der Antrag von mir keine Mehrheit findet und damit Ihr Antrag zur Abstimmung kommt, beantrage ich für diesen Ihren Antrag punktweise Abstimmung und dass anstelle Ihres Antrags auf Nummer 2 Frau Dr. Kaufmann vorgeschlagen wird. Da das ja dann nicht komplett aufgeht, kann ja nur lauten dann, dass Sie 2 und 3 tauschen. Naja, irgendwie, wir müssen ja eine Reihenfolge haben, die wir am Ende. So, weitere Anträge sehe ich nicht. Dann steigen wir mal ein in die Abstimmung. Die Abstimmung wird es so lauten, dass ich zunächst, so in der Reihenfolge, wie Sie eingegangen sind, erst den SPD-Änderungsantrag abstimmen lasse. Dann lasse ich den Änderungsantrag Herr Lichti abstimmen. Danach gibt es die Fassung Lichti 2, also Tausch der zweiten und der dritten Vertreterin der Oberbürgermeisters. Und dann war noch schlussendlich, dass wir das punktweise machen. Ich sage nur eins, sollte irgendeine dazwischen scheitern, dann, es gibt nie, dass ich sagen kann, in der Reihenfolge, wir wählen den ersten Stellvertreter, den zweiten Stellvertreter, den dritten lassen wir aus, dann geht es mit dem vierten weiter und dann nochmal den fünften. Das passiert nicht, dann ist es gescheitert. Nur damit Sie so ein bisschen für Ihre Abstimmung wissen, wie Sie sich verhalten sollten. Damit darf ich zunächst den Änderungsantrag für die Reihenfolge der SPD zur Abstimmung bringen. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, bei 17 Enthaltungen hat es keine Mehrheit gefunden. Als nächstes kommen wir zu dem geänderten Reihenfolgeantrag von Herrn Lichti, der lautete, ich sage es mal ganz schnell, Entschuldigung, nur mit den Familiennamen, Jenlichen, Kaufmann, Madonhauser, Kühn, Klepsch, Pratzka. Wer dieser Reihenfolgevorschlag die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt zum Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen bei 21 Enthaltungen, hat auch keine Mehrheit gefunden. Jetzt ist beantragt, dass wir in der Reihenfolge die dritte Vertreterin mit der zweiten Vertreterin tauschen, also dass zunächst Herr Donhauser, würde das dann heißen, Frau Kaufmann, Frau Jenischen und dann so weiter, wie es hier im Antrag steht. Wer für diese Reihenfolgetausch von zweiten und dritten Vertreter die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das hat 21 Ja-Stimmen gebracht, 36 Nein und 13 Enthaltungen. Und nun kommen wir dann zur Schlussabstimmung. Das ist punktweise beantragt. Also gehen wir Punkt für Punkt durch. Wer für den ersten Stellvertreter, also Punkt 1 ist, nämlich mit Herrn Donhauser zu besetzen, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
35 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung. Damit hat die Wahl zum ersten Bürgermeister keine Mehrheit gefunden. Tja, und ich hatte das Verfahren ja erläutert. Wenn die erste bereits gescheitert ist, erübrigt sich alles Weitere. Wir können die weitere punktweise Abstimmung abbrechen. Und wir lassen es weiterhin in der Macht des Oberbürgermeisters, die Stellvertreter punktweise zu. Frau Arnert. Ich würde Wiederholung der Zählung beantragen. Das machen wir doch jetzt auch mal der Automat. Also, da wir ja die wunderschönen Maschinen hier haben, ist Wiederholung der Zählung dem Maschinchen trotzdem, nur dass wir dann eben das auch nochmal namentlich festhalten. Also, ich darf nochmal den Punkt 1, also erste Vertretung des Oberbürgermeisters mit Herrn Bürgermeister Jan Donhauser zu besetzen, zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Es bleibt bei dem Ergebnis 35 Ja, 35 Nein, keine Enthaltung und damit gibt es keine Vertretungsreihenfolge, auch heute nicht. Mit dem, dass wir Tagesordnungspunkt 4 gemacht haben, kommen wir jetzt zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6, die ich gemeinschaftlich aufrufen möchte. Da geht es um entsprechende Wahlen. Wir hatten, beginnen wir mal von hinten, Tagesordnungspunkt 6. Das letzte Mal ist das Einvernehmen gescheitert bei der Neubesetzung der Vorsitzenden des Umlegungsausschusses. Deswegen gilt es heute.